Also ich möchte erstmal anknüpfen an die Formulierung von Herrn Telschik. Wir haben ungern von Protektorat gesprochen, weil wir uns gar nicht so gern fühlen wollten als Protektoratsgebiet. Von Protektorat hat in aller Öffentlichkeit gesprochen Herr Brzezinski, der nun Berater, Sicherheitsberater im Weißen Haus bei Herrn Carter gewesen war. Und der hat ganz offen gesprochen, wir betrachten Westeuropa als unser sicherheitspolitisches Protektorat. Und das war das, was ich vorhin gesagt habe, das war die Realität. Der zweite Punkt ist, wir haben selbstverständlich gar nicht anders handeln können, weil der ganze Laden in der Disziplin der Blöcke zusammengebunden war. Und da galt es, Geschlossenheit zu zeigen. Es ging gar nicht anders. Aber nachdem nun dieser Ost-West-Konflikt beseitigt ist, ist auch dieser Kitt beseitigt. Und das Interessante daran ist ja nicht, dass wir angefangen haben, uns zu überlegen, was machen wir denn nun? Einer meiner großen Vorwürfe ist, dass eine sicherheitspolitische Debatte über die deutschen Interessen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts im Grunde bis heute nicht stattgefunden hat. Anders haben es die Amerikaner gemacht. Die haben sich nicht auf den Lorbeeren des gewonnenen Kalten Krieges ausgeruht, sondern haben sofort angefangen nachzudenken. Was sind nun unsere Interessen? Und sie haben angefangen, sich von Europa zu entfernen. Natürlich haben sie zum Beispiel festgestellt, insbesondere aber auch schon vorher, vor dem 11. September, wenn ich eine globale Allianz machen will, ist der politische Faktor Moskau wichtiger als die NATO. Und wenn ich an den Irak denke, ist selbstverständlich die geostrategische Position von der Türkei wichtiger als Deutschland. Und sie haben daraus Konsequenzen gezogen. Darüber werden wir sicher vielleicht oder vielleicht noch reden. Aber Amerika hat angefangen, sich von Europa zu distanzieren. Warum? Weil sie ihre Interessen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts kühl analysiert haben und gesagt haben, wir lassen uns nicht binden. Wir lassen uns auch nicht binden durch diese komischen Europäer und ihre Bedenken. Wir lassen uns nicht mal binden durch alte Verträge. Die kündigen wir einfach. Wir lassen uns nicht mal binden durch die Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat. Und so handeln sie. Ich empfehle wirklich dringend, einen Trennungsstrich zu machen und zu unterscheiden zwischen der Zeit des Ost-West-Konflikts, solange es die Sowjetunion gab, und der Zeit hinterher. Also niemand hat doch sich in irgendeiner Hauptstadt der Welt vorstellen können oder Pläne gemacht für das Ende der Sowjetunion. Das war doch gar nicht vorstellbar. A, B. Danach hatten wir Bush-Vater. Das stimmt, was Herr Telschik gesagt hat, er hat keine Antwort gekriegt. Aber ich meine, ich war ja sehr für seine Weltordnung. Ich war sehr dafür, dass Amerika die Welt in diese Ordnung führt. Wer denn sonst? Aber Weltordnung heißt, dass auch Amerika sich den Regeln der Ordnung unterordnet. Und das ist der Punkt. Und das ist der Punkt bei dem Sohn. Der Sohn sagt zum ersten Mal, also wir können sagen, Amerika war immer eine große Macht und eine Supermacht und wollte immer größer werden und wollte immer weiter aufgreifen und wollte second to none. Keiner darf über uns sein. Alles völlig in Ordnung. Aber das fand immer statt im Rahmen der Weltordnung, so wie wir sie kennen, mit UN etc. Der Sohn ist der Erste, der sagt, ich kündige Verträge. Mich interessiert die UN nicht. Ich mache mir mein Recht selbst. Und das ist keine Ordnung. Und da ist die Frage für Europa und für Deutschland auch viel kleiner. Akzeptieren wir das? Den Unterschied der europäischen und der amerikanischen Haltung, einen
Generalgrund. Der Generalgrund ist, die Amis sind sehr stark und die Europäer sind sehr schwach. Und das verführt beide oder zwingt beide nach ihren Fähigkeiten, ihre Politik auszurichten. Die Amerikaner sind machtbesoffen. Sie glauben, dass sie so viel Macht haben, dass sie alles machen können, was sie wollen. Und wenn sie Fehler machen, sie sind ja praktische Leute, praktikabel, wir machen Konzepte, die regeln ein Problem und das erweist sich als Fehler, na dann haben wir die Macht, auch die Fehler zu korrigieren. Die Europäer sind ganz anders. Die Europäer müssen, weil sie so schwach sind, mit der Methode des Schwachen rangehen. Das heißt, sie müssen das machen, was wir damals gemacht haben. Gewaltverzicht. Also Diplomatie, Regelung, Verträge. Wir müssen daran interessiert sein als Europäer, die Macht des Stärkeren oder der Stärke umzuwandeln in das Recht. Und das heißt, wir können gar nicht anders als zu sagen, wir gehen über die Vereinten Nationen. Wir wollen die Vereinten Nationen stärken und nicht Amerika. Und Amerika sagt, ich pfeife drauf. Ich habe nämlich die Macht, auch ohne die Vereinten Nationen etwas zu tun. Dieser Grundunterschied, stark und schwach, wird in Zukunft noch stärker zum Ausdruck kommen, weil es gar nicht anders geht. Die Verhältnisse werden sich noch verstärken. Aber Herr Barbeck. Also die Amerikaner sind natürlich die größten Profiteure vom 11. September. Sie haben sich nicht vorgestellt, dass sie innerhalb eines halben Jahres danach ihren einen Traum, Sie haben vorhin Brzezinski genannt, Eurasischer Kontinent, erfüllen können. Sie sind eine Macht in Asien geworden. Mit Stützpunkten in Tadschikistan, in Kasachstan, in Usbekistan. Und sie dehnen das aus. Und zwar nach dem Konzept, den Eurasischen Kontinent zu kontrollieren zunächst einmal. Nicht zu dominieren, aber zu kontrollieren. Und ich bin fest überzeugt, ich nehme es eigentlich an, so fest überzeugt bin ich nicht, das wird Ihnen nicht glücken, damit werden Sie sich übernehmen, glaube ich. Auch amerikanische Bäume wachsen nicht in den Himmel. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Wir haben doch jetzt die einzigartige epochale Chance. Nachdem wir bisher in der ganzen Zeit des Ost-West-Konflikts, wie Herr Telschig vorhin gesagt hat, immer den größten Wert darauf gelegt haben, an der Seite der Amerikaner zu stehen, haben wir jetzt zum ersten Mal in einer wichtigen Frage für Paris und nicht für Washington optiert. Und ich habe, als ich jetzt letzte oder vorletzte Woche drüben war, den Amerikanern gesagt, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir haben doch zum ersten Mal die Chance, weil es keine sowjetische Bedrohung mehr gibt, für Europa optieren zu können. Und zum ersten Mal eine Chance, überhaupt Europa entwickeln zu können. Denn wenn wir in jeder kritischen Frage an der Seite der Amis und nicht an der Seite der Franzosen standen, konnte Europa doch gar nicht sich entwickeln und handlungsfähig werden. Das kann jetzt anders werden. Und da bin ich in der Tat, wie Sie, der Auffassung, ich finde es fabelhaft, dass wir ein europäisches Gesellschaftsmodell haben und das gegen das amerikanische Gesellschaftsmodell stellen können, damit die auf der Welt noch wissen, es gibt nicht nur die Amis, es gibt auch noch die Europäer. Und ich finde es fabelhaft, dass der Islam in der heutigen Situation den Westen nicht gleichsetzt mit Amerika plus Europa, sondern deutlich macht, es gibt einen amerikanischen Westen, es gibt einen europäischen Westen. Und das ist doch ein Angebot. Und ich sehe doch, dass die fundamentalistischen Islamisten gegenüber der europäischen Haltung von heute im Augenblick sprachlos sind. Also so viel Westen war nie, wie im Moment. Ja, ja, Gott sei Dank. Ja. Die Amis versuchen, Europa zu spalten, das kann ich auch verstehen. Und wir
sind für Europa und wollen mal sehen, was dabei rauskommt.